Hallöchen YouTube, da sind wir zurück mit eins neue Folgen und mit einem neuen Stream. Entschuldigung. Wenn wir gleich im Pokémon Center sind, müssen wir noch hier unseren Cole entlassen in die Freiheit wieder, der nicht die Umkehrung als Fähigkeit hat, ja. Und ich habe mir gerade die Freiheit rausgenommen, dank eines Tipps von der guten Firnen. Und habe mir das Event Wuffels mal geholt. Das werden wir uns auch gleich abholen. Jetzt aber erstmal, ne, und so, Lilly. Bevor wir zur Trainerschule gehen, zeige ich dir noch das Pokémon Center folgende. Ich weiß, wie das Pokémon Center funktioniert. Kannst auch die DS-Uhr umstellen. Ach, es ging gerade noch, bevor ich die Folge gestartet habe, ums Entwickeln des Wuffels dann, dass es auch tatsächlich die Zwielichtform erreicht. Und da ich ja immer nach 18 Uhr streame, werde ich das nicht im Stream entwickeln können. Es sei denn, ich stelle die DS-Uhr um. Aber ich habe keinen Bock, meine DS-Uhr umzustellen. Ich weiß, da sind 3-4 Klicks. Ja, hier, Pokémon werden geheilt, bla 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 bla. Entschuldigung, ich gehe das jetzt mal nicht durch, ja. Wir alle wissen, was uns im Pokémon Center erwartet, wie ein Pokémon Center funktioniert und was es dort alles Tolles zu sehen gibt. Deswegen müssen wir uns das nicht antun. Bop, bop, bop. Tschüss, Lilly. It was a pleasure, not. So, als erstes mal, ne, Event-Wuffels. Ich werde das jetzt nicht irgendwie resetten und aufs Wesen achten oder auf irgendeine coole DV-Verteilung. Das mache ich dann auf meiner privaten Mond-Edition, also in meinem privaten Spielstand. Hier haben wir jetzt einfach einen Wuffels. Wie soll Wuffels denn heißen? Soll Wuffels wieder... Nee, wir haben ja gesagt, wir wollen menschliche Namen für unseren Pokémon. Coole, bisschen derpige menschliche Namen. Haut mal raus, wenn ihr Ideen habt. Mit dem Alter, Entschuldigung, werden sie immer angriffslustiger und wilder. Trainer, die damit nicht umgehen können, setzen sie deshalb oft aus. Alter, was ist denn mit euch? Wie gemein ist denn der Eintrag? Ich setze doch nicht ein Tier aus. Was ist das denn? Ja, sollst du, Wuffels. Gibt's doch gar nicht. Wuffels ist männlich. Wuffels heißt... Wuffels heißt... Wuffels heißt... Huch. Herbert. Ach, jetzt kam was. Jetzt habe ich jetzt... Ich habe bei Wuffels zweimal ein Mädchen bekommen. Ja, nice. Ja, ich nehme eure Dienste bestimmt bald wieder in Anspruch. So, jetzt müssen wir leider dem einen Iskalar Lebewohl sagen, weil es die falsche Fähigkeit hat. Tschüss, begib dich wieder zu deinen Artgenossen. Ich habe in meinem privaten Spiel festgestellt, Iskalar ist am Anfang relativ cool, weil da noch viele Trainer mit entsprechenden Attacken ankommen, die eigentlich die Statuswerte senken und durch die Fähigkeit Umkehrung sie dann entsprechend erhöhen. Später habe ich festgestellt, dass ich Calamar Nero gar nicht so mega oft eingesetzt habe. Ja, einfach weil andere Pokémon im Team dann die Aufgabe entweder besser erledigen konnten oder so. Deswegen, wir schauen mal, ob wir es... wir werden es erstmal eine ganze Zeit lang drin behalten, weil ich einfach Iskalar und Calamar Nero einfach mega cool finde. Und ich es hart feiere, dass man es so früh im Spiel fangen kann. Wir werden aber auch noch auf jeden Fall ein Pokémon finden. Oh ja, das Fokusband. Und ja, diese Fähigkeit Goldene Zeiten, die Attacke, okay. Sachtes Wesen, das ist jetzt nicht so wichtig. Tempomacher. Alles klar, Wuffels bleibt auf jeden Fall auch erstmal im Team. Ist schon mal Level 10 und Wuffels kann uns auch mega gut helfen. Da hätte ich jetzt gar nicht einen Fleckmon fangen müssen, zwingend. Mal ganz kurz gucken. Ob Wuffels... Alter, warum gucke ich manchmal auf den unteren Bildschirm? Bin ich doof? Ich habe das doch hier auf dem Screen. Hatte Wuffels schon eine Gesteinsattacke? Wuffels hat noch keine Gesteinsattacke. Das ist nicht so schön. Wuffels hat schon Feuerzahn. Feuerzahn ist ziemlich imbar.
bringt uns aber in der Trainerschule nicht wirklich weiter. Aber wir kriegen das schon alles hin. Wollte ich noch irgendwas machen? Nee, noch nicht. Dann jetzt erstmal Trainerschule. Erstmal kurz husten. Hier in der Trainerschule. Was ist hier los? Oh, was geht da wohl vor sich? Guck nach, Lilly. Ein Tauros. Wie es scheint, versperrt Tauros den Weg. Aber unser Ziel ist ja sowieso die Trainerschule. Also müssen wir uns wohl keine Gedanken darüber machen. Geh mir hinein. Alles klar. Alles klar, Lilly. Wir gehen rein, Junge. Da hinten liegt schon das erste Item. Ich weiß, es heißt Item. Aber ich sag so gerne Item. Oh, Amras, ich muss euch wohl irgendwie überholt haben. Willkommen in der Trainerschule. Ein Muss für alle aufstrebenden Trainer. Naja, das kann man jetzt so oder so sehen. Ah, Professor Gahui, das ist also der Junge, der Unterricht erhalten soll? Genau, es darf übrigens ruhig etwas anspruchsvoller sein für Amras. Natürlich, es wird auch anspruchsvoll werden. Ich verlasse mich auf Sie. Zumindest wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, ist es anspruchsvoll. 4 Trainer. Deine Aufgabe ist es, hier gegen 4 Trainer zu... Ist ja wie in der Pokémon-Liga, Junge. Die Erfahrung, die du dabei sammeln wirst, werden dich und deine Pokémon stärker machen. Ach ja, wo ich gerade von Erfahrung rede. Oh, Junge, der OP-Teiler. Ich lass den auch einfach an, jetzt erstmal. Ne? Ich sehe ja gar nicht ein. In meinem privaten Spieldurchlauf bin ich die Pokémon, die mir gegenüber... Also ich habe den EP-Teiler dauerhaft an. Die Pokémon, die mir gegenüberstehen, sind so um die Level 32, 33 und meine Mons sind so 36, 37. Einige auch ein bisschen höher. Deswegen bin ich... Weiß ich nicht, ob ich den EP-Teiler einfach über das ganze Let's Play verteilt anlasse. Denn was ich mir dann... Also dann gehen wir natürlich das Risiko in Anführungszeichen ein, dass wir ein bisschen überlevelt sind. Auf der anderen Seite spart es mir aber Zeit, weil ich nicht offscreen nachleveln muss. Was manchmal ein bisschen kritisch war bei mir, das musste ich dann irgendwie zwischen Tür und Angel machen. Deswegen schauen wir mal, ich werde ihn erstmal anlassen. So, und wenn ich dann sehe, dass wir zu krass überleveln oder so, dann mache ich ihn auch wieder aus und dann ist gut. Achso, Klassenzimmer hier, Unterricht und hilfreiche Tipps und hast du nicht gesehen. Also dann, Unterricht fängt an, Ding Dong. Das sieht vielleicht harmlos aus, aber alle ihre Schüler sind starke Trainer. Einer von ihnen wird nach seinem Abschluss sogar ein Captain. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Achso, ich dachte, es wäre Lilly, weil die sich gerade bewegt hat. Wenn du einmal gegen ein Pokémon gekämpft hast, wird dir angezeigt, wie effektiv eine Attacke gegen es ist. So bekommst du Infos zu den Wechselwirkungen zwischen den Typen. Um wilde Pokémon zu treffen, musst du einfach nur in hohes Gras gehen, so sammelst du im Nu viel Kampferfahrung. Alles klar. Easy peasy. EP-Teiler... OP-Teiler, wie auch immer man die nennen mag, ist standardmäßig angeschaltet. Wir sehen das daran, dass wir ihn hier nur ausschalten können. Was ist eigentlich im Chat los? Ich wollte Assassin's Creed wieder anfangen, aber ein Bug, das kann natürlich schon. Da, das ist erstmal ein Item, das holen wir uns erstmal. Lilly heilt hier im Notfall unsere Pokémon. Ja, das werden wir bestimmt auch noch in Anspruch nehmen müssen. Hallo, das ist die erste Trainerin, gegen die wir kämpfen müssen. Ich weiß nicht, was sie für ein Pokémon hat. Wir werden es gleich sehen. Sportskanone Julia. Na, dann wollen wir mal. Da können wir ja nicht viel machen gegen Mobile. Allgemein gerade nicht viel gegen Mobile machen. Ist Mobile Pflanze Gestein? Ja, ne? Oder ist Mobile... Danke für den Follow. Lieber Flasi. Und auch lieber Zorb098 für den Follow von vorhin, falls du noch zuschauen solltest. Ich habe noch keine Wasserattacke auf der Hilde. Boah. Rolf, regel mal. Ich weiß oft nicht genau bei den Vorentwicklungen. Manche kriegen ja erst später ihren Zweityp dazu.
So ist es hier auch. Deswegen, ich bin da gerade bei Pokémon, mit denen ich mich selber noch nicht so wirklich befasst habe, immer nicht so ganz sicher, welchen Typ die haben. Ich denke zum Beispiel auch immer, also mittlerweile weiß ich es und denke es nicht mehr so oft, dass Enton, aber da bin ich auch Anime geschädigt, Wasser-Psycho-Pokémon ist. Aber Enton ist Wasser-Only. Kein Problem, schreibt der Flasi. Kurt erlernt die Lehmschelle. Nice. Ich glaube tatsächlich, auf Level 9 erlernt unsere Hilde, also unser Flagmon, eine Wasserattacke. Und ich glaube auch direkt die Aquaknarre. Ja, Bautz ist auch cool. Bautz ist halt, Bautz ist eine Eule. Schuhu, Eulen sind der Hammer. Hier unten lag ein Item, ne? Gehen wir da hin? Ne, da ist ein, wir gehen mal zu dem Boy da unten. Ich weiß nicht, ob der kämpfen will. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das einer der vier Trainer ist. La, 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 la. Oh, da liegt ein Item. Oh, da ist ein Kampf. Bam, 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 bam. Hier gibt's Zorua. Ich weiß, Zorua ist mega süß. Und Zorua und Zoroark sind mega cool. Ich werde es aber nicht fangen, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich es nicht einsetzen werde, weil es Monotyp ist. Und wenn ich Spiele durchspiele, habe ich gerne Dualtypen dabei. Das, so dass alle Typen im Team ganz gut abgedeckt sind. Dass ich da keine bösen Überraschungen ja erlebe. Können wir flüchten? Das wäre cool. Nein, können wir nicht. Das tut ein bisschen weh. Können wir flüchten? Wir können flüchten, alles klar. Oje, 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 oje. Moment, Moment. Oh, danke schön, Suki. Viel Spaß damit. Vielen Dank für die Donation. So, da oben lag noch ein Item. So, kleiner Boy. Ah ja, das ist tatsächlich einer der Trainer. Moin, Grasul. Ich grüße dich. Hello, Knirps Alex. Da haben wir jetzt auch nicht wirklich was gegen Slimer. Slimer ist, glaube ich, auch schon Gift Unlicht, ne? Kurt, was kannst denn du so? Ja, gerade die Lehmschelle gelernt. Die ist aber mega schwach, ne? 20, ja, da wird Slimer sich einen Ast lachen. Huch. Nutzen wir Herbert? Komm, wir nutzen Herbert. Oh, hi Max. Habe ich da gerade etwa die Donation verpasst? Ja, hast du ganz, ganz bisschen. Haha. Was machen wir? Wir tackeln, ne? Wir tackeln mal. Dürfte fast. Ja, easy. Alles klar, oh Gott. Twitch ist doch genau das Richtige, wenn man krank im Bett liegt, oder? Ich weiß nicht, wenn ich krank im Bett liege, gucke ich selten Twitch. Ich fahre mir dann irgendwelche Serien rein oder zocke irgendwie mobil am DS oder auf der Switch. Switch. So, haben wir das Slimer einfach mal jetzt so. Erstauner. Ja, nee, ne? Das, nee. Also, nee. Hi, Zenezis. Hab dich letztens entdeckt. Find super, was du machst. Mach bitte weiter so. Ich werde mich bemühen. Ich werde mich bemühen. So. Du glaubst, das Item übersehen fast. Item, Entschuldigung, das Item. Hier gibt es noch, ich glaube, Magnetit. Also,
ich meine festgestellt zu haben, straft mich Lügen, wenn ich verkehrt liege, dass man, ich darf mal kurz zu Lilly und Heile, dass sie auf jeder Route ein neues Pokémon hinzugefügt haben und ansonsten kann man die gleichen fangen wie in Sonne und Mond. Das heißt, wir hätten hier neben Zoroa, was wir schon gesehen haben, noch Magnetilo und Alola Slimer. So, du bist der Letzte hier draußen. Ich glaube, der vierte Trainer ist drin in der Schule. Warum ich hier so gut rumstehe, wenn der Stärkste bin, darum kämpfen wir, müssen wir erst den anderen besiegen. Alter, alles klar. Dann müssen wir erst den Trainer hier drin besiegen. Du kleiner bist das aber nicht, ne? Nee, du lässt uns nur nicht hier hoch. Bist du das? Du bist das bestimmt. Ach, hier. Nee, hier gibt's ein Item. Flinkklaue. Gucken wir mal durch. Ich meine, ne? Unsere Mons haben ja aktuell nichts. Ah, ich weiß gar nicht, welches. Pass auf. Wir geben es einfach mal Kurt. Zum einen, weil ich glaube, dass Kurt mega langsam ist. Und ich weiß, dass Kurt später mega langsam sein wird, wenn er sich entwickelt hat. Dann bist du hier drin, hallo? Hab dich auch vor kurzem entdeckt. Jetzt bin ich wieder im Darksiders-Wahn. Ja, Darksiders ist ja auch mega. Ich quatsche hier mal kurz alle an. Ich weiß nicht, ob wir von irgendwem was kriegen hier drin. Du willst kämpfen, alles klar. Ich für meinen Teil bin wieder voll im Rundenstrategie-Fieber. Ich bin aktuell in Gackheim-Fieber. Vielleicht ein bisschen im Arc-Fieber. Und im Pokémon-Fieber durch Ultrasonne. Aber ich würde das jetzt beides nicht Fieber nennen. Ach du, Kurt kann ja noch nichts. Kurt müssen wir erstmal ein bisschen durchschleifen. Darksiders ist halt auch einfach mega, mega gut. Der erste Teil finde ich um Längen besser als der zweite, aber auch der zweite ist gut. Aber der erste ist halt einfach überragend. Warum? Was mache ich hier? Warum? Warum setze ich Blattwerk ein? Weil ich bin ich kacke? Weil ich mich nicht konzentriere. Ich muss mich besser konzentrieren. Schnabel. Jawoll. Oh nein. Jetzt härtner der bestimmt nochmal. Oh ne, er greift an. Alter Schwede, was für ein Damage. Jawohl, kein Härtner mehr. Dann sollten wir das jetzt in der Tasche haben. Gegen die Kleene und gegen ihr Safcon. Darksiders 3 kommt 2018. I know this. Gab ja schon ersten Content, einen Bosskampf, glaube ich, ne, den man schon gesehen hat. Sieht halt auch. Sieht halt dem zweiten Teil sehr ähnlich. Also von den Bewegungsabläufen her, etc. Jawohl, Hilde. Jawohl, Hilde. Unbedingt, Hilde. Pass auf. Du brauchst den Heuler nicht. Du kannst ja mal drüber nachdenken, Divinity 2 Ego Draconis zu Let's Playen. Hab ich privat schon gespielt. Hab aber im Moment, also Mass Effect neigt sich ja dem Ende, da verrate ich ja nicht zu viel. Hab aber im Moment, ist noch nicht sicher, was danach kommt und ist auch noch nicht sicher, ob es damit dieses Jahr dann noch weitergeht. Oder losgeht, losgeht. Muss ich gucken, wie das alles passt und ob ich das dann wirklich auch mache. Ego Draconis habe ich nie durchgespielt, glaube ich, weil es mir irgendwann ein bisschen langatmig wurde. So. Die wilde Hilde ist am Stissel. Ja, das ist sie wohl. So, wir werden in dieser Folge aber auf jeden Fall noch den Onkel hier draußen umklatschen. Lilly, heil nochmal. Warum, wo laufe ich eigentlich hin? Hab MEA noch gar nicht gesehen, will mich nicht spoilern. Ja, musste ja auch nicht. Also ich würde mir auch nicht spoilern wollen. Wobei, ich bin so ein Typ, der so gegen kleinere Spoiler habe ich gar nichts. Gegen große Mega-Story-Spoiler, so am Ende stirbt aber Charakter XY. Geht gar nicht. Hallo Telze. Telze. Trainer Hoffnung Ruben.
Ruben, Española, Ruben, hä? Alles hier mit ihren Gift-Pokémons. Haha, Angriffssteigerung, super. Bringt mir voll viel, grad. Wobei, wir können einfach mal, wir tackeln. Wir sind plus eins, wir tackeln. Der Biss tut, holy, ein bisschen mehr weh, als ich gedacht hab. Bäm, was für ein Damage, alter Falter. Boah, hier am Anfang ist es halt noch so gut, weil du halt noch nicht so viele passende Attacken im Team hast. Wenn du ein bisschen überleveltes Mon hast. Ich muss jetzt mal ganz kurz wieder spicken. Fertig gespickt. Wir kämpfen. Ein Two-Hit wird das nicht mehr. Es sei denn, wir kriegen eine gute Roll, kriegen wir nicht. Du hast keinen Trank oder so, ne? Hast du nicht. Gut. Naja, fast. Ach, der Eis. Ich sehe es ja, jetzt sehe ich es erst. Das große I sah aus wie ein kleines L. Es sei mir verziehen. Warum heißt Bautz Rolf? Weil wir... Oh, guck mal, Cole versucht Schmarotzer zu erlernen. Das ist gut. Weil wir... Das Naming-Theme, sage ich mal, sind menschliche, ein bisschen derpige Namen. Und da ist Rolf doch eigentlich wie geschaffen. Und im letzten Stream war auch ein bisschen, wo wir bei menschlichen Namen dann angekommen sind, ein bisschen auch Fire Emblem Naming Theme. Deshalb auch Rolf. Mach mich jetzt unbeliebt, wenn ich sage, dass ich als totaler Fantasy-Crack, seit ich klein bin, Game of Thrones gar nicht so mag. Kann ich nichts zu sagen, hab Game of Thrones nicht geguckt. Noch nicht eine Folge. Rolf ist halt auch ein ziemlich böser Name und deswegen passt der gerade zu Bautz richtig, richtig gut. Ach, Lilly. Ich wiederhole, Amreißer, bitte in den ersten Stock kommen. Ich doch nicht. Alter, sorry, ich klicke das gerade voll durch. Ich will das gar nicht durchklicken. Ich will, dass Lilly mich heilt. Und dann will ich... Hilde nach vorne stellen. Dann wird mit Hilde fleißig gegähnt und dann hoffe ich, dass der Kampf im ersten Stock gleich halb so schlimm wird. Oh, hallo Meme. Ich grüße dich. Lange nichts mehr von dir gelesen. Cool. Freut mich. Freut mich. Ist ja fast ein Come-Together. Ja, ich habe alle deine Schüler besiegt. Jetzt will ich dir auch noch den Tag vermiesen. Bam, bam, bam. Lehrerin Elke. Hallo Elke. Wäre auch ein schicker Name für ein weibliches Mon. Hallo, Eris Simon. Servus, Amas und Chattis. Hallöchen. Oh, Grüße aus Tirol. Grüße zurück nach Tirol. Was geht in Tirol? So, du wirst ja mal angegähnt. Kratzer, easy. Easy. Dieses Flammiau hat mich in meinem Mond-Spielstand hat mich das so gerackt, weil ich halt nichts dagegen hatte. Und weil die Glut einfach übelsten Damage macht. Mit Bautz bist du da halt am Arsch. Und mit allem anderen in der Phase des Spiels eigentlich auch. Das hat mich so weggebounced, das Ding. So, tschüss, Flammiau. Kalt und verschneit. Oh, Schnee, ich will auch Schnee. Und ich will Kälte. Ich will Schnee und Kälte. Elke, da fällt mir nur das Lied von den Ärzten ein. Ja, stimmt. Ein ziemlich cooles Lied. Kennt einer von euch eigentlich die Werbung der Berliner Verkehrsbetriebe? Ich kenne viele Werbespots von der BVG.
Und die sind alle mega, mega. Also die wissen echt in der Marketingabteilung und in der Social Media Abteilung, die wissen echt, was sie tun. Die sind richtig gut. Das ging schon los, als ich noch in Berlin gewohnt habe, mit sehr, sehr geiler Plakatwerbung innerhalb Berlins. Die war schon mega cool. Und das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, als ich noch in Berlin gewohnt habe. So, wir kriegen unsere ersten Superbälle. Das ist ziemlich cool. Und jetzt haben wir die Olle in der Folge auch noch umgehauen. Seine Pokémon-Attacken zu kennen, gehört zu den Grundlagen des Trainerdaseins. Jetzt haben wir noch ein bisschen Gespräch, nicht wahr? Ja. Hallöchen, ich bin Captain Elima. Ich habe mir deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Ich muss ihn so sprechen. Es geht nicht anders. Guckt ihn euch an. Das ist Amras, er ist aus Kanto hergezogen. Ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Die Art, wie er Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Er ist halt so ein Peak-Feiner, also er, so Ete-Petete, so, weißt du? Verstehe, herzlich willkommen. Bitte zeig mir bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken. Captains halten nämlich Prüfungen für Trainer ab, die den Inselkönig bzw. die Inselkönigin herausfordern möchten. Meine Prüfung findet in der Vegetationshöhle statt und du wirst sie niemals bestehen, du Lappi. Es kann nicht schaden, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In Hauholy City gibt es auch innerhalb der Stadt hohes Gras, in dem du Pokémon finden kannst. Ich weiß. Ich freue mich schon sehr auf deine Herausforderung. Ich brauche aber für dich, mein Freundchen, für deine Herausforderung und Prüfung brauche ich nur ein Pokémon. Und das weiß ich nicht, ob wir uns das in dem Stream noch holen, ob wir dahin noch kommen. Ach ja, der Taurus vor der Schule dürfte kein Problem mehr machen. Ich habe seinem Besitzer Bescheid gesagt. Ich schätze, auf Mele Mele weiß jeder sofort, wem dieses Taurus gehört. Also dann, Amras, wir werden dich alle zusammen verabschieden. Wo gehe ich denn hin? Bum, 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 bum. Siehste, 5 Trainer umgeboxt, Unterricht abgeschlossen, mit Auszeichnung bestanden. Vertrag dich immer gut mit deinen Pokémon, behalte auch Statusprobleme und wie man sie behebt im Hinterkopf. Natürlich. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Mach's gut und wenn du eine Beere findest, dann gibt's dir ein Pokémon zum Tragen. Jawohl, 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 weiß ich alles. Weiterhelfen, wunderbare Zeit, du hast Talent, dankeschön, dankeschön. Jetzt reicht's aber, mach dir fleißig, jawohl. Hau rein, Amras, die Klammern. Lilly, heil mich. Da wird schon einmal hier sein, werde ich dich in der Holy City herumführen. Ach, Lilly, nein, bitte folge mir, Lilly, heil mich. Lilly. Lilly will mich nicht heilen. Lilly, du Sau. Oh, Lilly. Amras hier drüben. Hallo. Tschüss, Lilly. Du hast der Trainerschule zusammen mit deinem Pokémon im Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Man kann richtig spüren, wie du dich voll und ganz für deine Pokémon einsetzt. Ich glaube, genau deshalb hast du es auch geschafft, wirklich zu retten. Huch, jetzt hätte ich doch beinahe Taurus vergessen. Huch, hier heiße ich wieder Amras, ob das einen bestimmten Grund hat. Nee, ich dachte, ich hieß im Alten auch Amras und ich habe dann aber gemerkt, dass ich da Michael hieß. Aber nee, hat keinen bestimmten Grund, alles cool. Aha, Taurus ist wegen Lilly und Amras ganz aufgeregt. Ich bringe es am besten wieder nach Hause. Wie sieht's aus, Amras? Möchtest du es vorher mal streicheln? Na, sicherlich. Aber, haha, das machen wir in der nächsten Folge. Da streicheln wir Taurus und gucken mal, wie Taurus darauf reagiert. Bis hierhin sage ich danke fürs Zuschauen, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.